Herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich sehe das gerade beim Einloggen. Wieso ist denn der Baumstamm da so schief? Warte mal. Nee, wir wollen jetzt heute auf jeden Fall nicht hier großartig rumbauen. Haben wir jetzt die letzten Folge wirklich schon eine ganze Menge. Der Winter ist ja hinter uns. So. So schlimm. Ich will los. Allerdings will ich noch eine Sache Schnee fertig machen, aber der geht immer noch nicht. Okay. Ist das eine Frage, wie man steht oder... Ich habe keine Ahnung. Naja, egal jetzt. Wird sowieso noch umgebaut. Den nimmst du auch weg. Und zwar will ich nur, weil wir unten ja die ganze Zeit an Zeuge haben, da mit den Stöckern. Sehr schön. Hier immer, das waren die Fischdinger, ne? Genau, die schnell fertig machen. Damit uns die Anzeige nicht die ganze Zeit. Und dann gehen wir auch los. 4 Stück fehlen noch. Das geht schnell. Da ist nichts drin. Hier ist auch nichts drin. Okay. Hallo, Virgi. Warte, Virgi. Warte. Ich werde dir einmal, sei nicht böse, die Schrotze abnehmen. Wieso habe ich die Pistole wieder? Pistole kannst kein behalten. Da. Die Schrotze will ich wieder haben. Sehr schön. Hat sie noch ihr GPS? Ja. Ich hol kurz die letzten 4 Stücker. Den gucken wir schnell, ob wir Essen haben, ob wir noch Batterien haben und so. Und den marschieren wir los. Muss ja umgehen. Stücke. Hier kriegen wir Stücke raus, ne? Brauchen ja nicht viele Stücke. Obwohl ein paar Stücke mitnehmen. Ja, vielleicht sollte ich mir Pfeile machen. Das wäre vielleicht nicht, wir hatten nicht mehr viele, ne? Das wäre vielleicht wirklich noch eine Idee. Ich weiß nicht, wo unser Kelvin ist, aber der muss ja auch irgendwo rumliegen. Oder rumlaufen, besser gesagt. Liegen hoffe ich mal nicht. Aber laufen wäre schon ganz schön. So, ich weiß, wir hatten in der letzten Folge losgeschickt, Stöcker zu sammeln. Ich weiß noch nicht, ob das gespeichert wird. Offensichtlich nicht. Dann müssen wir nochmal singen. Ich hatte ja zwischenzeitlich das Spiel aus. Stöcke, Behälter füllen, mein Freund. Gut. Wir bauen doch schnell den fertig. Dann gucken wir mal kurz nach Pfeile. Wunderbar. So, weil Pfeile haben wir, glaube ich, nicht mehr allzu viele. Wir haben 2 3D-gedruckte Pfeile und wir haben 17. Naja gut, es geht. Die 3D-Pfeile machen zwar gut Schaden, aber ehrlich gesagt will ich meinen Drucker-Dingsbums nicht dafür verschwenden. Daher aber ansonsten... Batterien haben wir nur 3, da müssen wir gleich mal gucken. Essen, Medikamente haben wir nicht schon viel. Geht aber alles. Vor unterwegs brauchen wir das. So, Muni. Schrotkugeln, ja. Die 9mm Muni können wir hier lassen. Die brauchen wir nur beim besten Willen nicht. Dort sind unsere Beutelchen. Ich guck mal kurz bei den Medikamenten rein. Da haben wir ein bisschen viel. Na, immer diese falschen Tasten. Okay, ich sehe auch gerade, wir haben zu viele Planeinstellungen. 2 reichen voll und ganz. So, geh hier mal wieder raus. Jo, danke. Danke. Hier haben wir Mollys. Hier können wir noch ein paar Planen hier lassen. Haben wir auch eindeutig zu viel. Eine Plane reicht voll und ganz. Wir haben auch noch Beutel einstecken, sehe ich gerade. Gott sei Dank, er wollte gerade nicht. Der hatte da wohl irgendwie einen Hänger. So, die kannst du auch reinstecken. Sehr schön. Sie sitzt da erstmal. Ich wollte nach Batterien gucken, ob wir irgendwo Batterien liegen haben oder haben wir wirklich nur die 3, die wir einstecken haben. Wie es aussieht, haben wir keine mehr. Das ist nicht gut. Ich hoffe, wir finden noch welche. Das wäre sonst echt doof. So, Batterien packen wir auf jeden Fall nicht weg. Fall ist auch okay. Betäubungsmunition kann auch hier bleiben. Die brauchen wir genauso wenig. Nimm alles Platz weg. Sehr schön. Und die 9mm kann auch hier bleiben. Die werden wir nicht mitnehmen. Alter, vor allem, wie viel wir davon haben. Wie viel? Wir nehmen nur die Schrotmuni mit. Also ich habe jetzt nicht vor, absichtlich da mit der Schrotwaffe durch die Gegend zu ballern. Wir werden aus Munispargründen weiterhin versuchen, alles mit Bogen und Speer zu erledigen. Bloß sollte mal, ich weiß ja nicht, was uns da alles erwartet. Es gibt ja jetzt mittlerweile auch irgendwo Bosse. Dann haben wir sie zumindest für den Notfall dabei. Deswegen. Ja, mir ist bewusst, man kann eine 2. Schrotze holen, die taucht wohl wieder auf. Dann kann eine Virgi, eine wir, aber
Das habe ich im Stream ausprobiert, funktioniert auch. Aber mal ganz ehrlich, eigentlich will ich es nicht. Es ist schon so ein bisschen cheaten, ne? Die ist voll, sehr schön. Wir haben Dosen, alles dabei, passt. Wir können losmarschieren. Alles gut. So, warte mal, ich muss das gut gehen. Ja, dachte ich mir. Ist nur vom Stream gestern. In den Höhlen mache ich ja mal gerne die Anzeige ein bisschen höher. Ist so. Damit man mehr sieht. Ja, ist früh am Morgen. Und zwar wollen wir hier vorne die beiden Punkte erstmal ablaufen. Ich meine nicht die beiden GPS-Dinger, die kennen wir ja schon, sondern die beiden grünen Leuchtpunkte da. Da marschieren wir jetzt auch hin. Ohne Gleiter. Ich hasse den Gleiter mittlerweile. Das Ding ist, weiß ich nicht, das ist die reinste Todesfalle, wenn man zu doof ist, ihn zu steuern. Gut, gut. Schön wäre es ja zwischendurch nochmal ein paar Eingeborene zu finden, wegen Rüstung. Ich meine, ein paar Mutanten. Aber gut, wir werden sie auch in den Höhlen treffen. Die Mutanten sind für mich mittlerweile sowas wie eine Rüstungsquelle. Ich freue mich über jeden Mutanten, den ich sehe. Ich hoffe nur, dass wir unterwegs noch ein paar Batterien finden. Das wäre sehr, sehr schön. Was Schaufel haben wir? Wir sollten ordentlich weiterkommen. Sollte jetzt nicht mehr so das Problem sein. Oh, das werden wir sehen. Wir sind gar nicht so weit weg, wie man denkt. Die Insel ist zwar riesig, aber geht eigentlich, ne? Ich wünsche trotzdem, man könnte irgendwie sich so ein Golfkördi reparieren und damit Viking zu kutschieren. Das wäre schon irgendwie cool. Irgendwie ja. So. Gut, ich weiß, wir kommen bei dem einen GPS-Punkt vorbei, aber da können wir eh nichts mehr holen, außer ein paar Flaschen. Ich weiß auch nicht, ob es mittlerweile so ist. Die haben es zumindest geschrieben, aber ob das wirklich funktioniert, dass hier die GPS, wenn man sie eingesammelt hat, nicht mehr auftauchen, aber ich glaube das noch nicht so ganz. Schön wäre es aber, wenn sie nicht mehr auftauchen würden. Ja, ja. Gut, wir nehmen ihn einfach mit. Wir müssen eh dran vorbei. Und den sehen wir ja beim nächsten Mal, ob der wieder da ist. Wenn er denn wirklich wieder da ist, dann kann der mich mittlerweile mal kreuzweise. Dann ignorieren wir die GPS-Dinger einfach. Alter, Mensch! Erschreckt mich doch nicht so, was hockt ihr denn im Busch, Mann? Ist schon schlimm, hängt er doch wieder oder muss ich noch eine höher? So eine höher, ne? Wir sehen hier zumindest. Er hängt tatsächlich wieder. Wieso hängt der wieder? Mei, oh moi. Das letzte Mal hing der nicht. Hat wahrscheinlich was mit dem letzten Update zu tun. Mann, das geht ja gut los hier. Auf jeden Fall. Haben Sie wohl die Änderung, dass sich die Lootkisten nicht mehr auffüllen, wieder rückgängig gemacht? Jetzt füllen Sie sich wieder auf, bis Sie eine andere Lösung gefunden haben. Aua! Alter, dafür stirbst du. Dafür stirbst du. Dafür stirbst du. Fällt dir an, meine Rüstung zu beschmutzen. Aber wohl nicht wahr sein, Hede. Wenn wir mal so eine Faxen machen. Wenn man sagt, Minimum, oder haben wir voll? Wir haben voll. Wir haben ja alles voll. Warte mal, hier die Energy-Riegel, die kannst du reindrücken, mein Freund. Dann schnappen wir uns gleich einmal kurz die Axt, hauen das Seil durch und dann gehen wir weiter. So, und die Schrotze sollt ihr vielleicht mal auf eine Taste legen, ne? Das wäre vielleicht auch eine Idee. Gut, gut. Machen wir mal kurz gucken. Auf der 1 haben wir den Speer, ne? Auf der 2 haben wir die Axt. Auf der 3 haben wir unseren guten Bogen. Auf der 4 haben wir gar nichts. Auf der 5 ist die Schaufel, alles klar. Den legen wir die Schrotze auf die 4. Jo, 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 ich weiß doch, ich weiß doch. Sehr schön. Jo, Guide. Sieht's, Pause, Wackel, hat Luft, dann lass mal wieder runter hier. War nicht den ganzen Tag Zeit. Gut, 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 gut. Wir wollen weiter. Wir brauchen halt jetzt für die anderen Punkte, wo wir jetzt hingehen, nämlich die Schaufel. Da wir sie jetzt mal haben, kommen wir auf weiter. Den Post hat auch.
Ich hoffe nur wirklich, Batterien zu finden. Batterien sind immer so ein Mangel. Ich glaube, das ist mit einer der Gründe, warum sie es wieder rückgängig gemacht haben. Er müsste hier unten noch liegen. Dollig ja doch. Jo, gib dein GPS zum gefühlten tausendsten Mal. Danke. Flasche brauchen wir immer noch nicht. Taschenlampe lässt er auch nur einmal fallen. Ne? Die taucht komischerweise nicht wieder auf. Gut, Pfeile können wir uns jederzeit neue machen. Wir marschieren weiter zu dem Punkt da vorne hin. Ist ja nicht weit. Passt Dürger mit für neue Pfeile. Gut, 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 gut. Ach, das war wieder so ein Buschhandels, ne? Jo. Das wird mir hier jetzt echt zu buschig. Wir gehen weiter. Ich weiß, die meisten dürfen mittlerweile im Forest alle gesehen haben und durchhaben und so Kram. Ich genieße das Spiel einfach nur. Es ist einfach nur ein richtig schönes Spiel. Da möchte ich so viel Zeit wie möglich drin verbringen. Shoot, das muss Thor sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das unten oder oben ist. Aber wie werden sie sehen? Diese schietenden Tiere, ne? Einfach durch die Steine durchlaufen. Das müsste hier oben sein. Wir laufen ja gerade direkt drauf zu. Irgendwo hier im Wald. So. Ja, ich weiß, mein Freund, Mensch, nur wenn wir mal ein bisschen rennen. Okay, das Ding kann weg. Wir sind auf der Minimap. Ist hier unten. Ah, die schöne Budelstelle. Alles klar. Da gehen wir jetzt aber auch budeln. Jetzt, wir haben Schaufel. Haben wir irgendwo Besuch, bevor wir budeln? Nicht, dass wir überfallen werden. Der Vogel hat mich schief angeguckt. Können wir den hier wieder... Jo. Sehr schön. Gut, den schnappen wir uns die Schaufel. Und graben hier mal. Zumindest lässt sich außerhalb des Winters leichter buddeln. Sonst muss man erst den Schnee zu weiter schaufeln. Ne? Ne? Willst du nicht mehr? Gott sorgen hier, du. Keine Müdigkeit vorschützen. Hier wird gegraben, bis der Arm abfällt. Wenn ich es gerade nicht wirklich sehe, wo ich hingrabe, ehrlich gesagt. Ah, doch, 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 jetzt. Jetzt. Na. Manchmal will er nicht, ne? Geht wirklich nur an bestimmten Stellen. Wir müssen hier immer noch ein bisschen... Genau. Aber irgendwie schon cool gemacht mit der Schaufel. Also die Animation ist schon gut. So, haben sie auch gleich draußen. Nur komisch, dass hier nichts so Erdhaufen liegen, ne? Ich meine, die Erde löst sich irgendwie in Luft auf. Ey, und es ist kein Sandbox-Spiel. Sehr schön. Da noch ein bisschen Rand noch frei machen, sonst kriegen wir es ja nicht auf hier. Man sieht ja schon, was es ist. Ja, na, aufkriegen ist aber noch nicht. Na? So, man muss hier aber auch echt bestimmte Punkte treffen, bevor sich hier irgendwas öffnen lässt. Geht das jetzt? Ja, jetzt geht's. Okay. Sperren die Hund. Aufmachen. Wunderbar. Main Taste. Oh, da wollen wir jetzt auch rein. Ja gut, der ist halt nicht der stärkste, der Junge, du. Der hat doch ein paar Probleme mit Klappen aufmachen. Sehr, sehr dunkel hier. Ja, ganz leucht, ganz dezent. Wir probieren es erstmal, solange es geht, mit Feuerzeug, wenn es zu dunkel werden sollte. Warte mal, nehmen wir die Taschenlampe.
Ich versuche gerade ein bisschen Batterie zu sparen. Wir haben echt kaum welche. So. Seilrutschenseil ist schon mal sehr gut. Immer diese Müsli-Riegel. Du kriegst jetzt keinen Müsli-Riegel mehr, Mensch. Du bist schon auf dem Energy-Trip. Das muss doch nicht sein. Oh, okay, auf jeden Fall hören wir Musik. Ja, das ist sehr schön. Kann man eigentlich Feuer löschen? Nein, okay. Babys! Da sind Babys! Hallo Babys! Billard! Aua, muss auch mal gut hier. Keine Spirenzchen, ja? Wenn hier einer Billard, bin ich das. So, wollen das alle Babys? Nein. Das ist auch noch ein Baby. Das sind noch zwei Babys. So, ist jetzt, oh, hat sie es jetzt ausgebabyt? Hoffen wir mal. Ah. Ein Freund. Die gute Feuerwehr-Axt. Warte mal. Wo ist sie? Da. Dann legen wir die auf die zwei. Nehmen wir die normale runter. Sehr schön. Wir gehen trotzdem wieder auf den Speer. Du tot? Du tot. Hab ich doch keine Ahnung, wo hier das Radio steht. Ich sehe es gerade nicht, aber... Drogertinte, ein Träumchen. Er sieht hier auch so leicht. Er hat schon bessere Zeiten erlebt. Bisschen müde, der Gute. Umhängen aber auch nichts, ne? Ich sollte mir echt mal angewöhnen, öfters nach oben zu gucken. Es klebt ja auch manchmal was an der Decke. So, wir gehen auf jeden Fall hier nach rein. Fleisch, das ist schon mal sehr gut. Da können wir nichts mitnehmen. Ein paar Cornflakes. Wir hatten es hier bequem. Klein, aber bequem, ne? Wir werden hier gemütlich, Stück für Stück. Ohne durchgehetzte. Ich mag das durchgehetzte Spiele gar nicht. Guck mal, das ist doch Virginia, oder? Deswegen läuft sie auch mal so auf Zehenspitzen und die Tänze. Die Vermutung habe ich schon lange, aber jetzt ist es bestätigt. Sie ist oder war Bolette eine Schallplatte. Alles klar. Können wir nicht mal ausmachen. Okay. Hier liegt aber auch sonst nichts wohl, ne? Nö. Schlüsselkarte. Okay, eine sehr leere Schlüsselkarte von Karl Plotner. Alles klar, wer auch immer Karl Plotner ist, auf jeden Fall brauchen wir sie. Und hier haben wir noch einen 3D-Drucker. Wenn wir gleich mal gucken, wir haben zwar alles Wichtige, das nehmen wir mit. Was ist das? Laservisier. Können wir das auf die Schrotze machen? Und hier? This Afternoon was discovered a painting from Mr. Pafton Personal. Okay, es wird was von Mr. Paftons Personal vermisst. Ja, dass die Insel Pafton gehört, habe ich ja schon vermutet. Das ist alles deren Personal. Die Frage ist nur, was ist hier überhaupt passiert? Warum sind die mutiert? Die Vermissten dürften entweder tot sein oder mutiert sein. Aber das ist natürlich die Frage. Warum? Warum? Ich will nochmal kurz testen. Können wir das auf die Schrotze? Nee, ne? Was ist das hier? Schrotlindenlaufschacht. Das können wir auf jeden Fall raufmachen. Sehr schön. Gut, ich kann es auch wieder zerlegen. Nee, Laservisier geht anscheinend nicht. Nein. Ich kann es nur wieder zerlegen, ne? Oder? Nee, doch, geh drauf. Geh drauf. Ja, nice. Nimm mal kurz in die Hand, mein Freund.
Gut, bringt nicht viel, ne? Aber schießt sie auch wirklich dahin, wo ich jetzt ziele? Was wäre schon ein Träumchen? Also wenn ich mir den so angucke, könnte man meinen, der kommt aus Halo. Alles klar. Wir gucken gleich nochmal beim 3D-Drucker. Wir wollen hier natürlich ein bisschen gucken. Immer diese aggressiven Staubsauger-Roboter. Hier können wir schlafen und speichern. Das sollten wir vielleicht auch gleich mal tun. Haben wir voll? Ja, wir benutzen ja nie Bomben und Mollys, wenn man sie einfach nicht braucht. Schöne, geräumige Dusche. Und noch ein Buch. Und da liegen auch noch Klamotten, sehe ich gerade. Nun dreh mal schneller um. Penn und Läuf. Alles klar? Er hat versucht, Titanic zu spielen. Ich vermute mal, er, so wie er aussieht, hat er versucht, sich umzubringen, weil er wahrscheinlich nicht mutieren wollte oder so. Hier war noch... Nee, das spiegelt. Ich dachte gerade, hier wäre noch was zum Einsammeln. Klamotten, Tuxedo und Anzug. Okay. Das wäre, glaube ich... Ja gut, können wir, glaube ich, auch selber anziehen, aber das wäre eher was für Kelvin, ne? Die können wir nicht mitnehmen. Ja, vielleicht können wir auch Virgin einen guten Anzug geben oder so. Ausprobieren, ne? So, ich spreche ja mal kurz. Sollte ich so oder so öfters machen? Sehr schön. Gut. Den wollen wir uns einmal kurz... Ich weiß aber nicht, ob ich die mitkriege. Das ist das Problem. Ich würde mir gerne ein paar 3D-Pfeile machen. Allerdings haben wir, warte mal, jede Menge davon, ne? Wenn ich die mal einstelle. Ne, 3D-Pfeile haben wir nur zwei. Aber... Ich weiß nicht, ob wir davon mehr mitkriegen. Ich probiere es einfach. Da ist noch genug drin. Wir haben noch Tinte einstecken. Mach einfach. Den gucken wir mal. Steck doch mal den Speer weg, Mensch. Hat den Bogen auch, Mensch. Wer tanzt da mit der Waffe in der Hand? So, kriegen wir die mit? Jo. Dann machen wir uns noch mal ein paar. So, zwischendurch gucken wir hier mal ein bisschen. Ne, es ging hauptsächlich um die Karte. Wir brauchen die Korde, die wir jetzt hier gekriegt haben. Sonst kommen wir nämlich nicht weiter. Die Mucke, Alter. Gut. Wie viele kriegen wir davon denn mit? Wie viele haben wir denn jetzt? Mal kurz gucken. 12. Ich glaube, einmal geht noch, ne? Es geht, glaube ich, immer 20 pro Pfeile. Dann müssen wir bloß 17 sein. Na gut, dann würden wir nur noch 3 mitkriegen. Das wäre Tinteverschwendung. Aber 5 geht noch. Und die Steinfäule kannst du mittlerweile auch knicken. Ich habe das Gefühl, die Gegner werden aus Stagger. So. Sehr schön. Gut. Den können wir nämlich weiter. Zum nächsten Punkt, den wir da auf der Karte gesehen haben. Ja, das ist noch eine Kiste Wäuse. Ich lang einen Schokoriegel, den brauchen wir jetzt nicht. Warte, ich weiß, das ist ein bisschen hergestellt, aber draußen ist es zu hell und in den Höhlen ist auch nicht immer noch zu dunkel. Also. So, wir nehmen aber den in die Hand und stecken mal vorher zu euch weg. Das brauchen wir jetzt nicht. Guck mal. Keulo. Keuli, Keulo. Wo kolde mal. Alles klar. Hallo, mein Freund. Boah, Pfeil. Na, 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 mein Freund. Ey, die Pflanzen können auch nichts dafür. So, ja, ich habe das Gefühl, die werden stärker. Der hat doch sonst nicht so viele Fäule gefressen. So, die Gute lässt doch immer einen Bogen fallen. Bogen. Das wäre schön. Beutel. So, danke. Meine ich doch. Der gute Keuli, Keulob, Koldemar. Oh, die Bäume müssen so rot sein, weil wir hatten erst Winter. Wir sind mitten im Frühling. Wir gehen hier zu dem Punkt da oben. Wir können ja nicht schon wieder Herbst haben. Nee, nee. Der Winter ist ja gerade erst vorbei.
Ein Stückchen trinken, wenn wir schon mal hier sind, wäre eigentlich auch nicht verkehrt, ne? Steck doch mal den Bogenweg, Mensch. Können wir nicht trinken? Echt nicht? Warte mal, steck mal weg. Hier können wir nicht trinken. Doch. Ja, das Trinken ist irgendwie, hier habe ich ein Gefühl, seit dem letzten Update ein bisschen buggy, du. Aber gut. Passt schon. Wir gehen auf jeden Fall weiter. Was sein muss, muss sein. Wundert mich ja, dass unser guter Coily da alleine unterwegs war, aber wird schon stimmen? Oh, warte mal. Guck mal, Doppelkopf ist da. Hallo. Es läuft die Rüstung über den Weg. Wie praktisch. Und ich glaube, Grabbelkopf habe ich da oben einmal auch noch gesehen. Oh, nicht schlagen, ja? Sehr schön. Gib mal her die Rüstung, mein Freund. Gib her. Ein Träumchen. Oh, Grabbel kurz da vorne rum. Aber warte mal kurz. Wie viel haben wir denn einstecken überhaupt? Die können wir doch eigentlich mal komplett anziehen. Dann haben wir Platz für neue Rüstung. So. Ach, guck mal, hier ist sogar noch Loot. Die haben hier schon ein eingeborenen Dorf ausgelöscht. Da war Coily bestimmt der letzte Überlebende. Ey, Grobbelpeter. Junge. Oh, nochmal. Rauf da. Im Rennen. Au. Wo kommst du denn her? Dich habe ich nicht gesehen, du. Zwei auf einmal ist unfair, du. Okay, der wäre schon mal. Jetzt bist du dran. Ich hau dir gleich eine Schrotflinte und mir Kopf, du. Halt still, du Zäpfchen. Gut, der rennt ja auch rum, als einer Hummel im Arsch war, ne? Sehr schön, aber passt schon. Unsere Rüstung ist immer noch voll. Dann haben wir jetzt wieder zwei Ersatzrüstungen. Was will man mehr? Hier gibt es noch ein bisschen Loot. Hier ist noch mehr. Warte mal. Ja, ich bin unschuldig. Ich wurde nicht. Das waren die Mutanten. Ich bin unschuldig, Mitch. Aber hast du Beutel? Ha, dann natürlich nicht. Den haben wir, ne? Muss Krabbelkorb noch auseinandernehmen. So viel Zeug muss auch sein. So, und ein bisschen Loot nehmen wir hier auch mit. Seitdem wir die zwei Höhlen da geöffnet haben, ne, ist hier irgendwie dauerhaft Mutantenüberfälle. Wer braucht denn Platinen? Flaschen braucht auch kein Mensch. Was? Plane, gut, haben wir auch erst alle weggepackt zu Hause, ne? So, da liegt noch ein Beutel. Das sind Steine, okay. Aber die Mutanten haben hier, glaube ich, auch einiges zerlegt. Habe ich den Eindruck. Okay, wir gehen auf jeden Fall weiter. Aber so ein bisschen Loot kann man ja auch mal mitnehmen, ne? Das schadet nicht. Ich meine, so im Wald sieht man selten mal Mutanten, ne? Aber bei den eingeborenen Dörfern hocken sie dauernd, als wenn sie da irgendwie magisch angezogen werden. Ja, schreie nicht so rum, wenn du was von mir willst, komm. Virgil ist auch auf dem Weg zu uns. Warum auch immer. Die schreien hier rum wie die Irren. Mm-hmm.
Sag mal, wird das dunkel? Jo, tatsächlich. Hey, mach mal halb lang. Du hast auch einer. Okay, warte mal. Es wird echt dunkel. Ich sehe gleich nichts mehr. Wir sollten hier einmal gut schlafen gehen. Das wäre eine gute Idee. Ist bloß nicht so einfach, wenn die Eingeborenen... Das erklärt so einiges. Jo, Virgie hört man auch gerade schießen. Virgie riegelt schon. Ich glaube, wir werden uns hier gleich einmal schlafen legen. Na, Seile kriegen wir eh nicht mehr mit. Noch eine Plane. Sehr schön. Weil ich noch eine Dose im Feuer. Ja, wir gehen gleich weiter. Wir legen uns hier einmal schlafen. Das wäre schon eine sehr gute Idee. Das Problem ist, Gugemar. Der gute Keuli Keulu Koldemar. Komm her, mein Freund. Wieso stink ich? Jo, das Lager gehört jetzt mir, mein Freund. Wolltest du treten? Virgie schießt auf ihn. Wo ist sie denn? Ja, wo eine Reichweite. Da hinten ist sie, du. Die hat eine Reichweite, die gute, du. So, starten wir mit. So, einen Beutel nehmen wir mit. Ein Träumchen. Ich weiß nicht, wo der Rest ist. Da hinten, Echo. Ich bezweifle, dass wir hier schlafen können, aber wir müssen schlafen, sonst sehen wir gleich nichts mehr. Wir probieren es einmal. Da. Pack weg. Schlafen wäre was sehr Schönes. Ich meine, sie ist da, sie wird uns schon die Gegner vom Hals halten. Dann probieren wir jetzt mal schlafen. Geht natürlich nicht. Oh, danke, Virgie. Können wir jetzt schlafen? Ich glaube, sie hat sich gerade drum gekümmert. Können wir nicht. Ich sehe zwar überhaupt nichts. Au. Aua. Gerade Sorgen. Ich sehe hier doch nichts, Mensch. Ich höre aber noch einen. Also schlafen gehen brauchen wir gerade gar nicht versuchen. Jo, Virgie, ich weiß, ich sehe bloß nichts. Irgendwo da. Ja, hören tue ich es auch. Ich glaube, sie hat sich gerade drum gekümmert. Ist jetzt Ruhe? Können wir schlafen? Wir probieren es mal, ne? Ja, sehr schön, sehr schön. Oh, was zum Henker? Die spawnen hier gerade alle. So, aber da haben wir gerade aber einer gewollt die Rüstung runtergeklopft. Wie viele sind denn hier? Ich hänge hier fest. Nun ist aber gut hier. Da sind zu viele auf einen Haufen. Es ruhig ist. Alter, drei Krabbelkörbe auf einmal? Wohl vier? Ich schlafe nie wieder in einem eingeborenen Lager. Nie wieder. Alter, warte. Echt jetzt? Der lebt noch. Okay. Jetzt reicht es. So, der wäre schon mal erledigt. Gib mir mal meine Pfeile wieder. Alter, hab ich Rüstung verloren.
hab ich Rüstung verloren. Die sind hier gerade alle von meiner Nase gespawnt, Mensch. Die spawnen also direkt in den Lagern. Gut, ich glaube, Virchi hat sich um den Rest gekümmert, oder? Das sieht zumindest gerade danach aus. Sehr schön. Wir müssen erstmal neue Rüstung holen. War so nicht geplant. Okay. So, hier liegt auch noch einer. Hier liegt sogar noch ein Beutel. Das ist sehr schön. Ja, wir essen sofort, was ich sehe. Ich sehe es. Gut. Das konnte man ja auch nicht ahnen, ne? Hier liegt noch jede Menge Geld rum. Gut, ich weiß nicht, ob ich jetzt Mutanten übersehen habe. Aber das war schon übel. Ich übernachte nie wieder in einem eingeborenen Lager. So, die sind Drohnen, ne? Ja, gut. Das war jetzt natürlich übel. Wir haben hier gut an Rüstung verloren, aber na gut, was soll's. Erstmal so eine Filtration, mein Freund. Sehr schön. Das hier nehme ich auf jeden Fall wieder mit. Dort ist meins, aber vielleicht einmal speichern. Das wäre vielleicht eine sehr gute Idee. Gut, gut. Auf jeden Fall. Ich glaube, ohne Virchi wäre es hier auch ziemlich brenzlig ausgegangen. Also sie hat sich ja drum gekümmert. Ich weiß, wir sind durstig. Ah. Ich weiß, wir müssen nach vorne hin. Aber wir machen einmal kurz hier. Das ist ja gleich hier vorne. Ein Abstecher zu den See. Meine Flasche ist zwar voll, aber ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, da wo wir jetzt gleich reingehen werden, das ist etwas größer. Da brauchen wir unsere Flasche. Dessen will ich mich auch einmal voll trinken. Genau, genau. Und den Poster nämlich. Machen wir mal hier, genau. Steck mal kurz weg den Speer, mein Freund. Und trink mal ein Schlückchen. Ein zweiter geht auch noch. Sehr schön. Da hier Halligolli ist, werden wir jetzt den Speer in die Hand nehmen. Das lief aber doof. Normalerweise habe ich immer Rüstung im Voraus. Aber wer rechnet denn auch damit? Ganz ehrlich, wer rechnet damit, dass plötzlich rundherum um dich Mutanten spawnen? So, hier vorne ist es jedenfalls. Die spawnen direkt in den eingeborenen Lager, seitdem wir die Höhle geöffnet haben. Ist das hier? Ich glaube ja, ne? Jo, hier ist es. Sehr schön, sehr schön. Denn wenn wir hier reingehen, wir sind vor heute aber leider schon wieder am Ende. Das Ganze hat sich ja jetzt länger hingezogen, als es sollte. Ich konnte ja auch nicht wissen, dass wir von einem Mutanten überfallen werden. Aber wir werden hier reingehen und gucken. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich habe das zwar schon mal gemacht im Stream, aber das ist schon wieder eine Weile her. Kann man sich ja nicht merken. Hier gibt es ja mittlerweile so viele Höhlen und auch schon wieder irgendeine neue. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Bye, bye.